kommt die nächste Generation der Apple Watch mit Touch-ID, mit Fingerabdrucksensor. Man weiß es nicht, aber wir schauen uns das mal an. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ja, kommt die nächste Apple Watch der Series 7 mit Touch-ID, mit Fingerabdrucksensor? Ja, wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, Leaks und Gerüchte gibt es wie immer. Und für den einen oder anderen nochmal festzuhalten, wer das nicht so ganz versteht. Ja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Es ist nichts Finales, es ist nichts, was Apple sagt. Es sind Leaks, Dinge, die durchsickern. Gewisse Leute, die ihre Kontakte haben, die auch bekannt sind und dann entsprechend ja diese Information veröffentlichen, dass es sein könnte, dass sowas oder hier und da irgendwas kommen könnte. Und die Vergangenheit hat uns ja gezeigt, dass da hier und da doch immer was dran ist. Und deswegen kann man sich das auch anschauen. Und ob das so kommt, wie das kommt, das wird man dann so oder so sehen. Aber ja, es gibt halt auch viele Dinge, die dafür sprechen. Ja, deswegen guckt man sich das mal an, man kann drüber reden und gut. So, ja, kommt das Teil mit Fingerabdrucksensor? Wahrscheinlich ja. Der wird wahrscheinlich nicht in der Krone, also in diesem Rädchen, da eingebaut, weil da schon die Komponenten für das EKG drin sind, also das Elektrokardiogramm. Da wird scheinbar kein Platz drin sein. Deswegen kommt das Teil darunter in den Button, der zum Beispiel zum Wechseln von den Apps verwendet wird. Ja, wie zum Beispiel beim iPad Air jetzt der aktuellen Generation noch, da haben wir ja auch einen Fingerabdrucksensor im Home-Button. Es wäre also ja denkbar, dass es wie gesagt in der Apple Watch dann auch so kommen könnte. Ja, wozu kann das gut sein? Zum Beispiel, dass man eben dann nicht mehr einen vierstelligen Code zum Entsperren eingeben muss. Und gerade auch was Zahlungen jetzt per Apple Pay angeht, das soll deutlich dann sicherer werden und allgemein jetzt Banking-Apps, dass das eben sicherer gestaltet werden kann. Ja, mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht dazu. Wir haben die Renderbilder, die gibt es auch schon seit ein paar Wochen. Ja, das ist wie gesagt nichts Finales, aber so könnte das Teil aussehen. Ja, wir sehen es auch am Design und das wird wahrscheinlich auch so kommen, weil Apple zieht ja die Linie jetzt durch, das sehen wir auch bei den iPads. Und zwar seit dem iPhone 12 haben wir ja das kantigere Design, also die flacheren Ränder nicht mehr abgerundet. Und so wird das auch hier bei der Apple Watch vermutlich kommen. Ja, wann wird das Ding vorgestellt? Voraussichtlich im September zusammen mit dem iPhone 13. Wie gesagt, genaue technische Details, was die neue Watch jetzt kann, was der Fingerabdrucksensor, für was er noch zu gebrauchen ist und so weiter, das ist noch alles nicht bekannt. Ja, da müssen wir mal die nächsten Wochen oder Monate abwarten, was da noch kommt an Infos. Ja, und da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Ja, das war es erstmal dazu. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal, was da noch kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.